Jetzt müsst ihr sehen. Bam! Fra! Deshalb liebe ich God of War. Yes, ladies and gentlemen, grüezi miteinander. Gregory Gemaili von Lebe Stark hier. Das neue God of War Game ist bald draußen und ich kann es ehrlich gesagt kaum erwarten, das Game in den Händen zu halten. Wir wollen uns mal die Frage stellen, ob die Physik von Kratos überhaupt natürlich erreichbar ist. Und wir wollen herausfinden, welche Muskeln eigentlich aktiv sind bei seinem Kampfstil im neuen Gameplay-Trailer. Seid ihr ready? Let's go. Yes, also Freunde, schauen wir uns mal den Gameplay-Trailer zusammen an. Und wir wollen uns mal wirklich Kratos Physik genau, wir wollen sie genau unter die Lupe nehmen. Das seht ihr mal, was für einen trockenen Körperfettgehalt er hat, wie trocken, wie lean das ist, weil da seht ihr sein Trapez, ihr seht seine Deltoids, sein Trizeps links und rechts, er ist massiv Kratos. Das gefällt mir richtig, dass er so brutal gebaut ist und ich würde sogar fast sagen, wenn man eine überdurchschnittliche Genetik hat, ist das möglich, vielleicht nicht mit diesem tiefen Körperfettgehalt, aber es ist sicher möglich, auf eine solche Art und Weise diesen Körper zu bekommen. Bäm! Ciao, Kopf. Und man muss sich natürlich jetzt die Frage stellen, wenn er das Schild hält, dann muss er natürlich sehr viel Power im Bizeps haben, weil er das Schild natürlich anwinkelt. Und allgemein bei diesem Kampfstil mit einer Axt benötigt er sehr viel Power. Jetzt müsst ihr sehen. Bam! Deshalb liebe ich God of War. Und wenn er mit der Axt arbeitet, mit dieser Leviathan-Axt, wie sie sagen hier, dann ist natürlich auch wichtig, dass er unglaublich viel Grip-Power benötigt. Und Grip-Power wird er wahrscheinlich, wenn er jetzt wirklich im echten Leben existieren würde, würde das wahrscheinlich am besten mit Deadlifts, mit Kreuzheben aufbauen. Weil wenn du diese Axt hier schwingst und die ganze Zeit in den Armen halten musst, dann ist natürlich ganz klar, das ist diese typische God of War-Action. Ich freue mich so unglaublich drauf. Und das ist natürlich ganz klar, dass man mit einer Axt, weil ihr seht, er hat sie immer nur teils in der rechten Hand, also im rechten Arm, das ist seine Führhand. Und manchmal hat er sie doppelhändig, das heißt, er muss auch darauf achten, dass da nicht zu viel eine Disbalance entsteht, dass er rechts viel mehr Power hat als links. Und das kann natürlich ein Problem sein bei so einer Axt, wenn man die Axt schwingt. Und seht ihr hier wieder, wow, schöner Parry, schön ausgewichen, bam, man schlitzt die auseinander. Und beim Wurf, habt ihr gesehen, wie er jetzt die Axt geworfen hat, da kommt natürlich der Rücken vom Zug nach unten und bei den Punches, die er bald verteilt, wie Mike Tyson, schaut euch das mal an, bam, jetzt freest er den ein und bra, ciao. Wenn er die Punches verteilt beim Boxen, hast du natürlich den Trizeps, das ist sehr wichtig, dass wirklich der Trizeps, weil ein gestreckter Arm kommt natürlich auch vom Trizeps, aber ihr führt natürlich euren Oberarm hier an die Brustmitte und das bedeutet, ihr benötigt auch eine sehr, sehr starke Brust und das ist natürlich sehr interessant. Aber ich würde sagen, auf natürliche Art und Weise, wahrscheinlich mit einem höheren Körperfettgehalt ist so eine Physik erreichbar und natürlich jetzt, er ist ja nicht real, aber er sieht auch ein bisschen älter aus, das gefällt mir, er ist richtig oldschool, richtig barbarian, barbarenmäßig sieht er aus. War natürlich schon immer bei God of War, aber jetzt mit dem Bart sieht er noch brutaler aus. Und jetzt hier gegen Big Baba. Genau. Muss man sich natürlich ganz klar die Frage stellen, wenn Kratos im echten Leben existieren würde, dann ist es wahrscheinlich nicht möglich, in diesem Alter, in welchem er sich wahrscheinlich befindet, vielleicht so eine brutale Physik zu erreichen, auf natürliche Art und Weise. Aber seht ihr auch ein bisschen, diese Moves. Schön. Auch diese Rolle, da müsst ihr euch mal vorstellen, ihr seid mit Schild, mit Axt und dann rollt ihr noch auf die Seite, links oder rechts. Das ist natürlich extrem viel Power, das ihr natürlich auch im Rumpf benötigt. Allgemein, wenn man Axt schwingt und ein Schild hält, dann könnt ihr euch vorstellen, dass man mit so einem Kampfstil natürlich extrem viel Power und Rumpfkontrolle hat, sonst ist das gar nicht möglich. Auch diese Drehungen, wenn er diese Barbarian-mäßige Drehung hinbringt, da verlierst du sofort die Orientierung. Und da muss man natürlich, er ist auch geübt. Er ist nicht real, wir wissen es, okay? Aber er ist geübt, er ist ein God of War. Und das gefällt mir wirklich. Ihr seht ja auch die schöne Definition seines Trizeps. Schaut ihr den Arm an, brutal sieht's aus. Und das, was ihr hier unten seht, das ist
auch, das ist der Brachioradialis. Auch das mit dem Bogen, wenn ihr einen Bogen die ganze Zeit auf dem Arm habt, also über der linken Schulter, dann ist natürlich auch ganz klar, dieser Bogen, der wird irgendwann natürlich auch schwer. Das bedeutet, man benötigt einen sehr, sehr kräftigen Rücken, um diesen Bogen die ganze Zeit tragen zu können. Auch wenn man jetzt denkt, okay, das ist nicht so schwer, aber das braucht man natürlich. Und hier liest ihr jetzt die... Es gefällt mir auch dieses Zusammenspiel mit Atreus, glaube ich, seinem Sohn. Das ist so Last of Us mäßig, das gefällt mir richtig, richtig gut. Bah! Frozen, bam, mit dem Schild. Dieser Rambock mit dem Schild. Seht ihr, wenn ihr jetzt das Verhältnis seht, ihr seht später noch ein bisschen genauer. Gefällt es mir eigentlich, wenn er so viel... Bam! Bam! Kratschau, Kopf! Und da seht ihr, wie wichtig es ist, dass ihr eure Beine trainiert, wenn man so einen solchen Kampfstil hat, weil wenn du wirklich den Kopf deines Gegners zertrümmern möchtest, dann benötigst du sehr viel Power natürlich in deinen Beinen. Das ist natürlich verständlich. Und ja, auch bei diesen Kicks, wenn er Kicks verteilt, das ist natürlich der Oberschenkelmuskel. Und das Gesäß natürlich, der Gluteus, der macht ja sehr, sehr mit. Deshalb hat man auch diese Power im Bein, weil das ist einer der stärksten Muskeln, den du hast in deinem Gesäßmuskel. Und deshalb kann er auch hier Köpfe zertrümmern. Cool. Auch die Art und Weise, wie er die Waffe wirft und dann kommt sie im Boomerang-Style zurück. Das ist richtig geil, richtig geil. Also dieses Game ist gekauft, ganz klar. Boom, schöner Parry hier jetzt wieder. Und diese ganzen, auch der Kleine, wie er raufspringt und ihn jetzt, schaut ihn jetzt, diese Kombination, boom, diese Kick. Und da seht ihr auch wieder der Rectus Femoris in Action, wenn ihr einen Kick macht und jetzt bam. Und da kann natürlich auch das Problem sein, wenn jetzt das Ganze auf natürliche Art und Weise ablaufen würde. Bei so heftigen Kicks kann es natürlich sein, dass du dir das Gelenk kaputt machst. Und hier wieder Ellbogen, bam und Fuß ins Gesicht, mein Freund. Bombastisch, das ist der typische Kratos. Das ist einfach, wenn ihr God of War kennt, das ist einfach... ich liebe Kratos. Ich habe jetzt extra wieder das God of War 3, bin ich dran, um die Vorfreude zu steigern. Und ich kann es kaum erwarten. Yes, also seht ihr wirklich... diese ganzen Moves und jetzt hast du beidhändig gearbeitet und das könnte wirklich ein Problem sein jetzt mit deiner Axt, weil du mit der rechten Hand, mit dem rechten Arm dann so kräftig wirst, dass der linke dann nur total nachlässt und da muss man natürlich darauf achten, dass dann, deshalb braucht man ja einen Plan, ein System, einen Trainingsplan, damit man dann auch wirklich systematisch trainiert und nicht nur eine Seite kräftiger ist als die andere und hier wahrscheinlich muss er natürlich darauf achten, wie gesagt, dass er im linken Arm wahrscheinlich mehr auf den Bizeps achtet, weil er hier das Schild hält. Und auch die ganzen Kräfte, die natürlich einwirken, wenn du dieses Schild hast und dann ein Schlag drauf kommt. Jetzt schau mal. Schau mal, wie schön definiert seine Schultern, seine Brust. Richtig cool. Jetzt im Verhältnis zu seinem brutalen Rücken, und das ist das, das gefällt mir aber, und das ist das, was ich noch ansprechen wollte. Seine Brust ist nicht so extrem massiv wie jetzt sein Rücken. Also es ist keine Arnold-Brust. Das nicht, aber wie gesagt, wenn er solche ganzen Übungen mit der Axt die ganze Zeit ausführt, hier wo deine Arme von oben nach unten kommen, natürlich ist natürlich auch die Brust dann beteiligt bei den Punches, wie ich schon erwähnt habe, aber bei diesen ganzen Übungen, wo euer Rückenmuskel natürlich arbeiten muss, ist es verständlich. Ich weiß nicht, ob die Entwickler darauf geachtet haben, dass jetzt der Rücken deswegen massiver aussieht, oder vielleicht ist auch immer mal Empfinden. Und zerreißt den Typen, ey. So geil, wie ein Blatt Papier. Und auch hier wieder, bei dieser Übung, wenn ihr hier auseinanderreißen möchtet, dann kommt, welcher Muskel kommt dann natürlich zur Geltung? Dann kommt eure Deltoids, also die Schultermuskulatur kommt hier zur Geltung. Und das ist zum Beispiel diese Übung und das Trapez natürlich, weil das Trapez, der große dreieckige Rückenmuskel, der führt die Schulterblätter zusammen. Und das passiert natürlich hier, weil die Schulterblätter führt man zusammen. Das heißt, man benötigt ein ziemlich kräftiges Trapez hier, um andere Menschen auseinanderzureißen. Das sind ja keine Menschen. Ein Zombie. Wie geil. Ach, die Grafik. Keine Ahnung, wie es bei dir ist, aber ich kann es einfach kaum erwarten. Und auch seinen Nacken. Seht mal seinen Nacken an, wie massiv dieser Nacken ist. Und auch hier hat auch sehr stark das Trapez sehr stark entwickelt. Übrigens für das Trapez gibt es eigentlich genau genommen oder meines Wissens eigentlich nur eine definitive Übung und das ist Shrugs. Das ist diese Übung, mit dem, wo er mit dem Hanteln
an der Seite das Gewicht hebst und diese, keine Ahnung, Übung, weil, keine Ahnung, weil dort hebt ihr die Schulterblätter an und das ist eigentlich die Hauptübung für das Trapez, auch das Zusammenführen, aber hier kommen sie wirklich zur Geltung und dann stehen auch, dann steht auch der Nacken hier, also dieser, der Oberbereich des Rückens hier, steht da natürlich auch vor und dann gibt es solche Trap Dominant, sagt man das, also man ist der Trapezius ist sehr dominant und dann sieht man auch, dass hier oben ist dann gezeichnet. Muss dann aufpassen, dass es dann nicht zu stark ist, weil es muss ja, wie gesagt, wie ich bereits erwähnt habe im Trainingsplan, jetzt hier, ciao, tschüss, Acevediamo. Ist natürlich wichtig, dass du systematisch trainierst. Auch diese Kicks, ey, viel nach vorne, bam. Bam, schön, via Abwertung, boom, direkt ins Gesicht, mein Freund. Oh, diese Kicks. Auch hier, da brauchst du starke Beine, um Kicks verteilen zu können. Ja, auf jeden Fall. Schön, wie er ausweicht. Und hier von oben nach unten. Das ist eine Rotationsübung hier. Okay, hier, also er rotiert hier von oben nach unten. Das bedeutet auch, die Muskeln in der Wirbelsäule, zum Beispiel der Multifidus oder der Rückenstrecker, die sind sehr, sehr aktiv hier. Und du musst auch denken, was für ein starker Rückenstrecker er benötigt. Oh, ciao, Kopf. Weil das Gewicht hier, wenn du das hältst und dann müde wirst, das zieht dich natürlich nach vorne. Und du benötigst dann einen sehr starken Rücken, natürlich auch Rumpf, um immer aufrecht gehen zu können. Bombastisch. Und wenn dann ein kleiner Sohn noch auf deinen Rücken hüpft und du dann noch weiter klettern musst, auch hier wieder, ist natürlich für jemanden, der so muskulös ist, das Klettern, ihr seht meistens die Kletterer, die sind sehr, sehr, sehr lean und nicht extrem muskulös dafür sehr definiert, weil es ist ja auch eher eine Ausdauersportart dann. Da ist es natürlich für so einen muskelbepackten Karste, wie es Kratos ist, sicher normalerweise wäre das schwieriger, aber es ist God of War, kein Problem. Das war's, liebe Freunde, es ist ein neues Format, das ich auf Lebensstark ein bisschen ausprobieren möchte. Ihr könnt mir gerne Feedback geben mit einem Like oder schreibt es in die Comments, lasst mich wissen, ob wir dieses Format hier so weiterziehen sollen. Bis zum nächsten Mal, peace out.